sollten, also unseren Kindern besonders, diese Wertschätzung gegenüber allen Lebewesen, den Respekt, die Liebe zu ihnen. Das ist das Größte, was wir ihnen lehren können, denn sie sollen eben nicht nur mal die Dinge kennen, sondern den Wert und die Natur und was eigentlich wirklich wichtig ist, all das, was wir nicht anpassen können. Viele Menschen würden sie hören, sie würden sich schämen über ihre eigene Unvollkommenheit. So, und ich stehe mit jedem neuen Fall wieder da und sage, okay, was möchtest du mir sagen? Sie sind eigentlich unsere größten Heiler und größten Lehrer, sie sehen nur uns selbst. Eigentlich oder in ganz vielen Fällen haben die Probleme der Tiere mit uns zu tun. Und ab dem Moment gehen sie einen gemeinsamen Weg und es ist so schön. Wir brennen wie wunderbare gelbe Wunderkerzen und zünden alles um uns herum an und das tue ich. Wow, das ist für mich eigentlich der größte Lohn, die Menschen und die Tiere so glücklich zu machen. Wir sollten echt all das, was wir tun, und nicht tun, hinterfragen. Für uns, für die, die nach uns kommen, für die, die uns anvertraut wurden.